Jo Leute, was geht? Willkommen zu Alt F4 Teil 2. Ich weiß nicht, ob es Uncut hochgeladen wird. Das Frage an den Zukunfts-André, der das hier schneiden wird. Ich könnte sein, dass ihr jetzt vielleicht auch nur einen Zusammenschnitt bekommt. Auf jeden Fall will ich das Game einmal durchspielen und euch das auf YouTube zeigen. Ich habe gesehen, mein Demo-Video von Alt F4 2 hat jetzt Monate später gut Klicks gemacht und wurde gut geguckt. Und deswegen dachte ich mir, vielleicht besteht ja auch Interesse an dem Full-Game. Und deswegen habe ich hier jetzt nochmal ein neues Spiel angefangen. Ich mache aber mal Graphics auf Middle, glaube ich, weil es dann einfach besser läuft. Weil ich will einfach gar keine Ruckler haben. Gerade bei dem Game darfst du gar keine Ruckler haben. So, hier runter. Am Anfang gibt es auch ein bisschen Story und so, aber sei ehrlich, Alt F4 spielt man nicht wegen Story. Alt F4 soll einen einfach nur brechen. So, der hat mich hier runtergeschickt. Hier unten ist so ein Dock. Man soll zum Schloss. Also man soll zum Schloss. Da kommt man aber aktuell nicht hin. So, jetzt nehmen wir hier. Bla bla bla. Hier geht's nicht weiter. Dürfen wir nicht lang. Vor allen Dingen, dass unser Königs-Chicken darf hier nicht lang. Und deswegen müssen wir zurück. So viel zur Story. Und jetzt geht's los. Müssen wir irgendwie einen Weg zum Castle finden. Oh, das ist neu. Das ist neu. Das war beim letzten Mal noch nicht. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ein alter Magier und eine Fee? Hello, Holy Wizard Grandfather. Is the security system broken? How did those vagrants get in? I'm here to return the Great King to his original form. Let's see how much what the magic that turned chickens into humans. 300 gold. 9 Millionen Gold plus 10% Sales. Tax. Okay. Schon am Fonds, right back. Okay. Was stand da jetzt? Don't ever come back. Can you give me a discount? This is why I said it was in the middle. Old Chris. Okay. Okay, man darf da jetzt nicht weiter lang. Ich soll zurück. Das ist neu, das habe ich beim ersten Mal. Okay, es gab jetzt auch schon eine Handvoll Updates. Das hatte ich beim ersten Mal spielen nicht. Moin, Xerox. Steven, wann bist du denn zurück? Okay, also als ich es vor ein paar Wochen gespielt habe, als es rauskam. Oh, da ist die Musik, die wir lieben. Da war es so, das Ziel des Spiels war, nicht Geld zu sammeln, sondern ins Schloss zu kommen. Das kennen wir noch von Teil 1. Okay, richtig viel Story. Das war beim Release nicht. Ich habe es direkt am Release-Tag abends gespielt. Das war da nicht. Okay, okay. Also das hier ist so ein Flamingo, da kann man sich mal hinschießen lassen mit der Kanone da hinten. Hier gibt es einen Shop, es gibt so Münzen, die man sammeln kann. Hier, das sind zum Beispiel so Füße, da kann man zweimal springen. Weiß ich nicht, und ein Schild. Krass. Rein in den Bruch, moin Bodo. Ja, also ich bin gespannt, was ich mache. Oh, guck mal, der Ast ist jetzt nicht mehr. Oh, ich hoffe, ich finde einen Clip. Oh, Steven, vielleicht findest du einen Clip, um zu zeigen, wie scheiße der Asta aussah am Release-Tag. Das fängt ja super an. Der war einfach komplett Matsche. Okay, die haben ganz, ganz viel schon gemacht. Okay, gecheckt. Also der Ast... Was ist denn hier los? Der Ast sah Matsch... Also er sah schlimmer aus als ein... als ein Baum von Pokémon Karmesin und Purpur, und das ist schon schwierig genug. Okay, vorher war hier auch kein Zaun an dem Ding, deswegen tue ich mir gerade ein bisschen schwer. Okay. Fuck.
Ja, ich denke, ich werd mal schneiden, immer bis da, wo ich es dann schaffe mit dem Sprung, oder? Also den Weg kenne ich schon mal. Ich war ja schon ganz schön weit. Also mich wird jetzt hier, außer es ist wieder neuer Content gekommen, erstmal nichts schocken. Es sieht auf jeden Fall viel besser aus, auch von den Texturen, als es noch vor einem Monat aussah. Weiß ich, wann kamst du mal raus? Mist, Mist, Mist. Ah ja, da war das Polizeiauto. Habe ich nur gedodged. Alles geplant. Es war nur gedodged. Was ist denn hier los? Nein! Welches Level ist das? Das Ganze mal anfangen, Bodo. Ich habe neu angefangen. Ich habe komplett neu angefangen. Aber kein Problem. Ich kenne den Weg. Ich weiß, wo es lang geht. Es dauert nicht lange, bin ich wieder am Start, wo ich vorher war. Auf jeden Fall ist schon mal unsere Lieblingsmusik am Start. Was ist denn hier los? Was denn? Was mache ich denn hier? Hallo? Hallo? Nerv mich. Vielleicht sollte ich den Disclaimer raushauen wegen der Musik, falls jemand irre wird. Also irgendwie rutscht man ganz böse von den Seiten runter. Das hatte ich jetzt nicht so in Erinnerung. Muss ich erst mal dran gewöhnen. Man rutscht ganz doll runter. Es gibt da einen technischen Fachbegriff für, dass man halt nicht runterrutscht. Dadurch sind damals die Super Nintendo-Spiele berühmt geworden. Weil man auch noch richtig krass von der Ecke aus springen konnte. Und hier rutsche ich irgendwie ganz schnell runter. Das ist nicht so nice. So, den da muss ich besiegen. Ah, jetzt habe ich den. Egal, ich brauche auch keinen Save. Bin gespannt, ob die was hier geändert haben. Das Gefühl, sie haben es einfacher gemacht. Fühlt sich auf jeden Fall einfacher an. Oh, noch geschafft. Oh nein, ist runtergefallen, Assi. Ja, jedenfalls, jetzt kriegen wir so einen Safe-Spot, wo man sich dann immer wieder hin katapultieren kann. Zumindest war es vor einem Monat so. Ist nicht mehr so. Und hier war Markt und so. Wisst ihr noch, Leute? Und ich war hier schon drin. Hier war ich schon drin mit der Bombe. Da vorne. Ich denke mal, deswegen ist mein Progress auch nicht gespeichert bzw. gelöscht, weil die hier Sachen geändert haben. Aber es macht nichts. Und hat er ganz andere Level, oder? Ja, es gibt noch einen Siege-Modus. Aber ich spiele hier Story. Den Siege-Modus, die ersten 4 Level, habe ich schon gespielt. In der Demo habe ich schon durchgespielt. Da könnte ich jetzt weiterspielen, aber ich will die Story durchspielen. Es gibt einmal so einzelne Level und dann gibt es hier diesen Story-Mode. Alles klar, Steven, ciao, ciao.
Ja, der Weg hier ist auch nicht so schwer. Den sollte ich eigentlich fürs frei hinkriegen. Oh Mann, ich will auch nicht den Mund wieder zu voll nehmen. What she said. Wie habe ich denn das nochmal gemacht? Bin ich einfach durch? Ah, bin einfach durch. Genau, das ist eine Falle. Guck mal. Der Vergiss-Lu, der Vergiss-Nix-Lu hat nichts vergessen. Das ist nicht schlecht, oder? Guck mal, ach, jetzt ist der Turm auch da oben. Okay, ich muss bis ins Loch kommen. Also, direkt ab ins Loch. Wegen dem Turm. Ich habe den beim letzten Mal habe ich den nicht gesehen. Weiß ich, ob man sich bücken kann. Ah, es geht auch so. Perfekt. Guck mal, hier sind drei Pakete. Ja, und das hier ist auch relativ easy. Aber da fällt mir ein. Ich werde da hier nicht gerespawnt, ne? Ah, wird spannend. Gucken, ob ich das First Try schaffe. Der Weg ist actually nicht so schwer. Man hat halt, wenn man runterfällt, verliert man halt immer. Oder. Weiß ich gar nicht. Ja, ich merke aber, langsam bin ich wieder drin. Boah, das war knapp. Ich meine, irgendwo steht dann irgendwo ein random Gegner auch rum. Muss ich aufpassen. Da, genau. Viel zu früh gesprungen. Aber man kann sich retten. Es gibt jetzt einen Knopf, da kann man sich in den Ragdoll-Modus begeben und dann verliert man kein Leben, wenn man runterfällt. Kriegt also keinen Fallschaden. Kann man es einfach nochmal versuchen. Das ist ganz, ganz chillig. Ah. Steh auf. Und ich glaube, hiernach gibt es schon eine Bombe und dann komme ich schon ins dahin, wo ich vorher war. Ich bin gespannt, ob die was am Mountainbike-Level geändert haben. Weil das mit dem Mountainbike, das war ja komplett... Das war ja dumm, das konnte man gefühlt gar nicht schaffen. Also, es war viel zu lang, das Mountainbike-Ding. Das meine ich. Man konnte es schon schaffen, aber es war übel lang. Weg mit dir. Oh, Kim schreit. Oh, kommt dazu. Jetzt weiß ich nicht mehr ganz genau, was kommt. Ich glaube, was länger her. Ah, ja, ich erinnere mich. So. Wichtig, man muss von hier Anlauf nehmen. Und dann. Ah, hat man es geschafft. Jetzt habe ich eine Rakete und damit komme ich ins nächste Level. Jo. Go next adventure. Let's go. Das war Level 1. Kann ich sogar Uncut hochladen, ne? 14 Minuten war Rekordzeit. Aber war auch nicht blind. Da wusste ich, wo es lang geht und was passiert und was kommt und so. Und es war der Anfang. Es war noch relativ human, noch relativ easy. Assi wird's, wenn man stirbt und komplett am Anfang wieder anfangen muss. So, your former glorious self. Okay. Ah ja, genau.
Return to game, genau. Und jetzt geht's hier weiter. Und da ist jetzt auch der Flamingo. Ich glaube, das ist einfach allgemein jetzt. Und jetzt hier auch der Markt. Ja, super. Und was es ja auch gibt, man kann ja auch... gamblen. Pocket Chicken Pedro Perez. Ja, will ich jetzt nicht, aber man kann ja auch gamblen. Ja. Oh, guck mal, das ist noch ein Paket. Das nehme ich auch. Es gibt nämlich eine Trophäe für alle Pakete. Na, wie komme ich da hoch? Wahrscheinlich mit den Schuhen. Ich kaufe die mal eben. Dann würde ich die gerne anziehen. Habe ich nicht gekauft? Damit kann ich jetzt einen Doppelsprung machen und komm. Es ist weg! Assi! Extra gekauft. Manchmal frage ich mich dann bei sowas, ist das intended oder ist das ein Fehler? Es könnte beides sein. Ist noch Early Access das Game? Aber das Game verarscht einen auch gerne. Bombe, let's go, Rainer. Ich bin auch gespannt, was ist, wenn ich jetzt gleich sterbe, wo ich starte. Ich könnte mich gut vorstellen, dass sie es ein bisschen entspannter gemacht haben jetzt. So, ich hätte gern das Paket. Problem ist, wenn ich da drauf springe, fliege ich. War nötig. War wichtig. War gut. Okay. Hier gibt es so Skelette, die sich explodieren. Die explodieren, wenn man zu nahe kommt. Da muss man aufpassen. So, und dann gibt es hier noch irgendwo ein Paket. Da vorne ist es. Wie kann ich denn da nochmal hin? Ja, den Sprung zum Beispiel finde ich sehr schwierig. Ich glaube, ich würde lieber hier drauf. Ah. Dann hier drauf und dann hier rüber. Das ist einfacher. 500 Coins, das war gut. Weiter geht's. Das ist eine Stelle, die ist echt nicht so geil. Aber geschafft. So, so, so. Da oben waren noch zwei Pakete. Oh. Fast nicht gesehen. Der killt einen nämlich sofort. Da oben ist noch ein Paket, genau. Okay. Wundert euch nicht, hier ist ein Elefant. Wie viele Level gibt es? Wie viele Level gibt es denn? In diesem Siege-Modus gibt es 16. Hier im Story-Mode weiß ich es nicht. Oh, oh, da will ich. Da, mit dem will ich nichts am Hut haben. Der killt mich. Siege-Modus 16. Da habe ich 4 Stück gemacht. Und hier Story. Keine Ahnung. Ich hole auf jeden Fall das Paket für die ganzen Coins. Ich glaube auch, dass die Pakete keine Coins gegeben haben. Ach, guck mal, die geben Items auch. Ich könnte jetzt da lang und da hinten, da sind noch die Kisten, egal. Kisten hole ich dann irgendwann mal, falls ich mal auf alle Errungenschaften gehe. Jetzt will ich einfach mal durchspielen. Aber wie es scheint, das BMX gibt es immer noch. Hier oben muss man den BMX da lang. Das ist so schwierig. Thank you.
Der Sprung ist auf. Schwierig. So, und jetzt sind wir hier auf dem Fahrrad. Und das, ich sage es euch, das ist schwer. Guck mal, da hinten ist das Flugzeug gelandet. Bei der Schnecke, das war auch, war vorher auch nicht. Das ist schwer, ich sage es so, wie es ist. Das wird jetzt ein richtiger Runkiller. Ich mache hier mal ein Safe-Ding hin. Safety. Und dann, ja, geht's los. Man muss springen, man muss... Ah, das ist ein Runkiller, ich sag's euch. Okay, hier. Ich mach nochmal ein Save. Das wird ein ganz böser Runkiller. Ich weiß noch nicht, wie man stehen bleibt. Wird ein ganz böser Runkiller. Hoho, wie soll man das schaffen? Mein letztes Save. Ich glaube, der zweite oder dritte Sprung, der war unnötig. Ich versuche mal hier langsam zu werden. Man kann nicht langsamer werden. Okay, es war doch nicht so schwer, wie ich befürchtet hatte. Junge, Junge, so weit war ich noch nie. Krass, ich bin eine 22... Jetzt an Kartola. Ich bin eine 22 Minuten länger weitergekommen, als in meinem allerersten Versuch, wo ich 4 Stunden drin war oder so. Aber ab jetzt ist komplett blind. Jetzt weiß ich gar nichts mehr. Jetzt bin ich gespannt, was kommt. Oh, jetzt wird's... Jetzt... Ich hab Bock. Also in keinem anderen Game würde man so irgendwo mitten auf der Kante starten. So witzig. Boah, ich kann, muss mich gerade mal ein bisschen zurechtfinden. Wo sind wir überhaupt? Hä? Okay. Hier ist auf jeden Fall wieder Shop. Shop, Shop, Shop. Und hier gibt es keine Kanonenkugeln. Ich denke... Das Feature, so wie es war, haben die rausgenommen, weil sich zu viele Leute darüber beschwert haben. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Weil es war, das Alter 4 ist unfair, aber das war schon zu unfair, so dass man es keinen Spaß mehr gemacht hat. Ich muss mir die, vielleicht weiß es ja auch jemand, schreibt es mir in die Kommentare. Ich muss mir die Bugfixes und Hotfixes und Updates mal angucken. Ich kann mir gut vorstellen, dass da von der Community was kam und die das deswegen umgeändert haben. Weil es war so, für alle, die das nicht wissen, es war so, dass man halt nicht von Level zu Level, so wie ganz normal hier hin und her gekommen ist, sondern es war alles eins. Und man hat immer von ganz am Anfang, wo ich ja ganz am Anfang vor 20 Minuten gestartet bin, von da hat man wieder gestartet. Und selten konnte man für 100 Coins sich eine Kanonenkugel kaufen, womit man dann direkt... an den anderen Startpunkt sprengen konnte. Na, das war ja gar nichts. So, jetzt bin ich gespannt. Wo komme ich an? Okay, es geht hier direkt weiter. Okay, das haben die Safe deswegen geändert, weil es wäre sonst zu krass, glaube ich. Safe, safe, safe. Finde ich gut. Gute Änderung. Überhaupt läuft es auch viel besser als noch vor einem Monat. Es lief echt ein bisschen huckelig. Es läuft auch noch nicht auf dem Steam Deck, das finde ich echt schade. Ich habe es öfters jetzt mal versucht, auf dem Steam Deck zu starten. Hat leider nicht geklappt. Ja, das war clever.
Also wenn Steam Deck Support hat, sage ich euch natürlich Support Bescheid. Da hätte ich halt echt Bock drauf. Weil es ist kein schlechtes Game. Auch Alter 4.1 war ja kein schlechtes Game. Das macht, wenn man's drauf hat, Speedrun und so, da macht das schon Bock. Da macht das schon Bock. Was? Ach, Quatsch. Krass, okay. Scheiße, ich glaube, das habe ich verkackt. Darf da nicht durch. Okay, krass. Und, was ich, wo wir noch gar nicht drüber geredet haben, das Game kostet nur 4 Euro? 4 Euro! Und sollen wir mal Sons of the Forest daneben stellen? Was zugegeben Steam Deck Support hat, aber das schlechtere Game ist. Vier Euro, also da kann man echt nicht meckern. Und die haben jetzt in einem Monat guten Content nachgeliefert. Obwohl Content weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben die richtig gute Improvements gemacht. Sons of the Forest kam ein bisschen früher raus, hat auch huge Updates bekommen. Da kommt ja alle 2 Wochen ein Update. Allgemein beides sehr gute Games für ein Early Access. Obwohl bei Suns will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Hey, hier ist wieder das Komische mit dem, was ich runterslide. Gibt ja einige, die sehr böse sind über Suns. Weil das so teuer war. Ich glaube, es hat 25 Euro gekostet, ne? Aber da gibt es ja jetzt viel neuen Stuff und so. Vielleicht, wenn mal ein paar Leute am Start sind, gehe ich da auch noch mal rein. Gucken wir uns die neuen Sachen an. Gibt ja auch jetzt Strom da. Hätte ich schon Bock drauf. Schön nochmal neues Fort bauen mit Strom. So, ich werde nicht da links rüber, ich gehe hier rechts rüber. Links ist irgendwie komisch. So, hier haben wir ein kleines Sp. Oh, da oben ist ein Arcade, das nehme ich. Ah, safe sein. Sehr gut. Oh, da ist noch ein Paket. Natürlich auch. Nochmal ein Signpost. Okay. Oh. Okay. Okay. Das krieg ich hin. Okay, hier kommt er noch nicht hin. Ich bin so gesprungen. Ich bin so unglaublich gesprungen. Ja, aber jetzt stellt euch mal vor, ich müsste jedes Mal von ganz am Anfang, um hier hinzukommen, dann den BMX-Part nochmal machen. Beziehungsweise nur dann, wenn ich keine Kanonenkugel hatte. Ja, das sind schon. Das schaffe ich manchmal den Sprung und manchmal nicht. Das waren schon gute Improvements, muss man schon sagen. Bin gespannt, was da noch kommt, weil am Anfang kamen direkt krass viele Updates, jetzt ist es ein bisschen ruhiger geworden. Jetzt kommen auch mehr Bugfixes als so richtige Content-Fixer. Ja, wie man das nennt. Einfach so. So, nochmal das Ganze.
Oh, schaffe ich den Sprung? Oh, das will ich ausprobieren. Für die Wissenschaft. Ah, schafft man nicht. Aber ich könnte mal so einen Sprung bringen. Habe ich mittlerweile 3 Stück von. Ein Doppelsprung. Mache ich gleich. Obwohl, bestimmt brauche ich ja später mehr. Den Part schaffe ich eigentlich auch so. Den Part sollte ich auch so hinkriegen. Ich werde nicht auf den linken Posten gehen. Ich lese hier gerade aus. Ich lese gleich vor, ich bin hier gerade im Stress. Ich muss gerade mich konzentrieren, dann lese ich den Follow vor. Vielen Dank für den Follow. Ach, scheiße. Nexus, vielen Dank für den Follow. Moin, moin. Meistens ist es so, bei solchen Parts, es ist erst ein bisschen tricky, man muss reinkommen und es verstehen. Und dann, vielleicht kann ich auch auf den Pfosten, weiß man ja nicht, ne? Und dann, wenn man es einmal verinnerlicht hat, dann ist es easy. Guck mal, hier trifft mich das gar nicht. Wow! Ja, easy. Ich fühle mich hier auch immer ein bisschen so. Kennt ihr von Herkules, wo er diese Aufgaben macht und trainiert? In dem Disney-Film? So fühle ich. Alter, das sieht übel so aus, oder? Wo muss ich überhaupt lang? Wo will ich lang? Alter Schwede, wo will ich hin? Ich weiß noch nicht, wo ich hin will. Seht ihr das Schiff? Alter. Wo will ich überhaupt hin? Da hoch? Ah, das Paket, da will ich hin. Das Paket hätte ich gern. Das Package hätte ich gern. Ah, ein Schild. Darüber, dahin, da hoch. Nehme ich mal an. Macht Sinn, oder? Okay, darüber. Brauche ich Big Jump? Ne, normal erreicht. Ah, ich muss genau überlegen. Da will ich lang. Ich glaube, ich mache hier mal ein Signpost hin. Ein Safe Spot.
Auf das Schiff? Den Sprung kann man doch nicht schaffen, oder? Ey! Big Jump! Oh oh. Wollen wir runter oder da zur Seite? Da zur Seite ist gut. Wenn du Tschüss brauchst, sag Bescheid, mache ich Nexus, danke. Nicht explodieren, wag es dich. So, ey, komm gut voran, aber wenn ich jetzt sterbe, dann bin ich sauer. Nexus, du kannst schon mal sagen, wie weit noch. Soll ich nochmal ins... Oh mein Gott. Die Todesschlucht. Das ist ja die übelste Todesschlucht. Da soll ich durch. Wie viele Schilder hast du? Ich habe noch zwei. Das ist ja erstmal was brutal gut. Ja, danke. Soll ich eins machen? Ich sterbe hier safe. Ich habe ja gar keine Erfahrung, wo ich lang muss. Da ist so ein Berg rechts. Tu die mal platzieren, dass du da so hochklettern kannst. Da hoch? Ja, ich will schon... Ach, soll man das machen? Ich meine, es sieht fast so aus wie eine Treppe hier, ne? Soll man hier so hoch? Ist viel einfacher. Ist auf jeden Fall einfacher, aber... ja, ist einfacher. Auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall einfacher. Ich habe keine Ahnung, ich über... Ey, man soll hier sogar lang. Beziehungsweise man kann hier lang. WTF? Okay, ich versuch's. Nein. Nein, das war ja voll... Oh Mann. Wenn ich überlege, den ganzen Weg nochmal. Hilfe, ey. Nein! Oh fuck, wo muss ich anfangen? Wieder ganz am Anfang, ne? Scheiße, Mann, ich war richtig weit. Ja. Guck mal, ich das hier mit Luck wieder schaffe. Lang musste nicht, aber man konnte da auf jeden Fall lang. Thank you.
Das habe ich eben auch einfach First Try gemacht, ne? Nein, das ist hier nicht allzu schwer, aber trotzdem. Einfach ist es nun auch nicht. Das ist tatsächlich einfacher, als ich erst gedacht hatte. Gummi. Steh auf, steh auf! Okay. Das kriege ich auch hin. Hier kommt die Todesschlucht. Ich mache hier auf jeden Fall einen Safe Post hin. Was macht der Trank hier? Das würde ich gern wissen. Nexus. Was macht der Trank? Ja, bringt ja nichts. Ich renne jetzt einfach durch. No look! Ich darf auf jeden Fall nicht... Ich darf auf jeden Fall nicht gegen die Skelette. Die killen einen sofort. Alles okay, nur nicht gegen die Skelette. Was war das denn? Steh auf! Steh doch auf! Noch ein Leben. Komm, bitte steh auf! Steh auf! Steh bitte auf, bitte, bitte. Und nein, nein, nein! Oh, 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 nein! Oh! Auch das. Das ist eine assi Stelle. Vor allen Dingen ganz am Ende nochmal so eine assi Stelle. Ich muss auf jeden Fall viel mehr Safe Posts holen. Wow, 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 wow. Ich frage mich, ob es irgendwo eine geile Abkürzung gibt. Manchmal gibt es richtig gute Abkürzungen. Thank you.
Dieser Safe. Junge, 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 Junge. Also das, die ersten Level waren, habe ich weggerattert in 20 Minuten. Hier bin ich jetzt an dem Level schon über 20 Minuten dran. Hilfe. Krieg langsam Temperatur. Hier direkt rüber. Aber es ist genau so weit weg, dass man es eben nicht schafft. Wette ich. Fuck ey. Hallo Cat! Ich habe gesehen, dein Freund hat mir eine Anfrage bei Switch Online geschickt. Habe ich natürlich angenommen. Nein, 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 nicht auf sein... Das Scheiß, nein, das Skelett! Er weiß nichts davon. Oh, oh, oh. Demnächst Mario Kart Action. Waren wir jetzt auch schon ein paar Tage nicht mehr drin. So, safe. Safe und Doppelsprung. Keine Ahnung, ob es hier irgendwie eine Taktik gibt. Nein, 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 das war so knapp. Als ob! Ich hätte hier lang gemusst!
What? Das war der Weg. Ich hätte direkt von da aus warten. Das ist ja voll die Abkürzung. Ach, Catmac, bist du Cat? Okay, gut. Gut zu wissen. What? Hier muss ich lang. Das ist ja übel. Dann mache ich gleich die Abkürzung. Aber das ist fies, weil das geht bis ins Wasser rein, ne? Der geht nicht bis ins Wasser rein. Aber ein paar... Man kann man nicht über die Klippen hier außen? Habe ich gerade noch einen Doppelsprung über? Ich hatte noch einen Doppelsprung. Geh weg, geh weg, geh weg! Alter, einfach ein Hai! Noch ein Hai! Aber das ist doch so ein... Das ist so ein Sprungding. Ja, dachte ich mir. Okay, dann hol es dir. Ich habe leider keinen Save mehr. Oh nein! Gerne wissen, ob das hier intended ist. Das doch niemals intended. Nein, da bin ich gesprungen. Ich wünsche, ich hätte mir das Item nicht geholt. Sprung war auch nicht so schlecht. Was macht die andere Flasche da? Was mir mal auffällt, oder was ich mal sagen will, ich finde, Teil 2 ist einfacher als Teil 1. Zumindest jetzt seit den Änderungen, die gemacht haben. Ich fand Teil 1 irgendwie schwieriger. Hier ist auch vieles asozial und so. Die eine Teufelsschlucht da, klar. Und so, aber Teil 1 hat so böse Stellen. Ich meine, vielleicht bin ich auch noch am Anfang des Games und das kommt alles noch. Aber ich glaube, ich bin nicht mehr ganz am Anfang. Ich habe das Gefühl, dass es dafür ist einfacher. Ja, ist es. Ja, ist so. Das sind dieselben Flaschen, machen alles gleich. Okay. Jede Flasche gibt ein Herzchen. Ja, brauche ich Herzchen? Nicht wirklich, ne? LOL! Abkürzung. Da ist eine Einbuchtung. Die habe ich ja gerade erst gesehen. Ich wollte mir eh nur noch ein Safe-Sign holen. Hallo Jojo!
Bei wie viel Prozent des Games bin ich denn, Nexus? Das würde mich interessieren. 20? 15? Weißt du nicht? Ach, hast du noch nicht durchgespielt? Dachte, der ist schon durch. Gerade erst wieder mit rein mit dem Hai gestorben. Ah, okay. Was war das denn? Das war voll der komische Sprung. Ich werde mein ganzes Geld für Safe Science ausgeben. Das lohnt sich. Ich glaube, ich werde aber den Weg nicht durch die Teufelsschlucht gehen, sondern neben der Teufelsschlucht. Ich glaube, das ist besser. Ich bin nicht gesprungen, ich kotze. Also ich bin schon gesprungen mit meinem Button, aber der Typ hier ist nicht gesprungen. Arbeitsverweigerung. Geht ganz schön in die Coins, die Safe Science, aber jetzt müsste ich schon richtig viele haben. 4 Stück schon. Das ist gut. Ich kann auch überlegen, ob ich mit dem Doppelsprung vielleicht irgendwas cheesen kann. Weil damit kriegt man, glaube ich, keinen Fallschaden. Kannst von dieser Klinge gerade bis zum Trampolin von den Segen. Gleich mal gucken. Bei der Teufelsschlucht. Ja, das werde ich ausprobieren, weil das würde sich lohnen. Die Teufelsschlucht ist echt ein Run-Killer. Finde ich geil, dass es auch Teufel... Nein! Oh! Also hier ratter ich schon durch, das ist alles kein Problem. Außer ich springe hier mal dumm daneben. Also irgendwie verschluckt er den Sprungknopf manchmal, habe ich das Gefühl. Hallo Lara. Hallo Lari, wie geht's dir? Von da gerade, okay. Ja, also bis zur Teufelsschlucht würde ich mir alles aufsparen, weil bis zur Teufelsschlucht komme ich echt easy. Wenn ich nicht dumm sterbe, so wie gerade. Ich finde, bis zur Teufelsschlucht ist einfach. Teufelsschlucht, gerade der Hai. Da bin ich mal gespannt, was ich beim Hai machen muss. Lara, wie geht's dir? Geht's dir was besser? Du warst ja ein bisschen krank. Junge, Junge, Junge. Ja.
Bist du also ein bisschen erkältet? Da links eine Einbuchtung. Wieso denke ich auch, dass das Game nett ist? Wieso mache ich es nicht einfach so die letzten 10 Maler auch? Ach, so dumm. Da kotze ich. Tschüss, aber morgen geht's wieder bergauf. Oh, gute Besserung, Lara. Ich hoffe, du arbeitest nicht. Du bist nämlich so eine Verrückte, die auch krank arbeitet. Ich hoffe, du bist krank geschrieben. Krank geschrieben und im Bett. Gerade wenn so diese ganzen Parcours-Sachen hier funktionieren, ne, macht das Game so viel Laune. Wenn du hier überall durchratterst, was da eigentlich dafür gemacht ist, dass es schwer ist, fühlt sich das so gut an. Natürlich bis zu Hause, das ist gut. Dann kurier dich mal gut aus. Hast du auch mal Alt-F4 gespielt eigentlich, Lara? Weiß ich gar nicht. Hast du nie was gesagt? Glaub nicht, ne? Du glaubst, dass ich zu Hause bin. Ist ja egal, was ich glaube und ist ja egal, was du sagst. Ich sag nur, wenn man so krank ist, wie du es beschrieben hast, RIP an alle, die nicht selbstständig sind und dann arbeiten gehen. Also, euch kann man auch nicht mehr helfen. Das würde ich wirklich nur machen, wenn ich entweder komplett an der Firma beteiligt bin oder richtig krassen Bonus bekommen und deswegen irgendwas Krasses noch machen muss. Damit ich krass viel Kohle bekomme für einen Bonus. Ansonsten würde ich niemals krank arbeiten gehen. Never. Dafür zahle ich zu viel Krankenversicherung. Nimm mich mit. Also egal, ob du jetzt zu Hause bist und nicht ausgewählt oder arbeitest. Wieso ist das auf einmal so schwer? Das habe ich jedes Mal geschafft. Ich glaube, ich darf, wenn ich lande, keine also kein Button mehr drücken. Das ist der Fehler. Ich werde auf jeden Fall den Geheilweg gehen. Und ich wette, der ist intended, wirklich.
Ich kann mir das so gut vorstellen, dass sie jetzt extra hier machen, gemacht haben. Um die Ecke da springen, ob ich das schaffe. Bis später, Lara. Oh, der Profi! Der scheiß Profi ist am Start. So. Hey. Hier muss ich lang. Das ist ja super. Fast, da fällt man durch, wie asozial. Und ich hätte mir irgendwie denken können, dass mich das killt, ne? Das heißt, ich muss hier durchrattern. Oder ist das jetzt... Hätte ich das abschießen müssen? Okay, ich glaube, ich muss einfach durch. Das schafft man aber nicht. Das schafft man nicht im Time. Solche Lu schon da? Es geht. Gestern im Geschäft das Knie verdreht. Wenn du stehen musst, dann ja. Wenn du Schmerzen hast, dann ja. Da musst du zu Hause bleiben. Nexus, bist du hier schon weiter? Das schafft man nicht. Das kann man nicht schaffen. Ich versuche mal drüber zu springen. Man kann nicht drüber springen. Musst du stehen, rennen und ein Schwert tragen. Ja, also ich würde zu Hause bleiben. Wenn du einen unbefristeten Arbeitsvertrag hast, nicht selbstständig bist, Angestellter, würde ich zu Hause bleiben. Mit Anfang 20 habe ich bei Obi an der Kasse gejobbt. Da habe ich mir beim Fußballspielen, also nicht bei Obi, aber ich habe mir beim Fußballspielen den Knöchel verstaucht. Da bin ich auch einen Monat oder so ausgefallen. Also nicht Knöchel. Was hatte ich da? Ich habe mir, entweder war es ein Bänderriss oder Bänderanriss. Und... Da war ich auch Monate nicht da. Und als ich da war, habe ich nur Sachen gemacht, wo ich sitzen konnte. Ist halt so. Das ist ja in den Firmen auch einkalkuliert. Also jeder Mensch wird mal krank. Apropos krank. Ich habe heute Nacht geträumt, dass ich zu spät zur Schule gekommen bin, 20 Minuten, und eingetragen wurde. Und mich deswegen übel aufgeregt habe, dass ich eingetragen wurde. Weil ich verschlafen habe oder so. Crazy. Hör mal, Bänder, das war so, wie ich ihn bekommen habe. Wie hast du ihn bekommen? Jetzt will ich es wissen. Wir wollen es wissen. Wie hast du deinen Bänderriss bekommen?
Was, trotzdem arbeiten? Nee. Das würde ich safe nicht machen. Vielleicht an der Seite vorbeispringen? Weiß es nicht, das ist auf jeden Fall schwierig. Ich werde auch durch die Teufelsschlucht gehen. Außen ist mir irgendwie zu gefährlich. Uiuiui. Hab halt langsam gearbeitet. Naked. Ich hatte das Thema schon oft im Stream. Das ist nicht dein Laden. Irgendjemand verdient übertrieben viel Geld an deiner Arbeitskraft. Und du gehst da krank arbeiten, hast Schmerzen und arbeitest für irgendjemand anderen, damit er noch mehr Kohle bekommt. Das würde ich niemals machen. Niemals, niemals, niemals. Man sieht den scheiß Pfeiler nicht, Mann! Bleib hier, du Sack. Kauf mir was. Scheiße, das ist schwierig, das Level. Also, vor allem der Hai, der ist unüberwindbar gefühlt. Für warten wir Sponsor. Ich habe dann so einen Sportzellbaum gemacht und den Bänder das bekommen. Geil. Sport ist Mord. Ist ja doch was Wahres dran, ne? Musst du da mit Schiene laufen? Ja, ist normal beim Bänder. Hallo. Ich hatte auch Schiene. Aber ich bin am, als das passiert ist, bin ich am nächsten Tag schon Auto gefahren, ohne Schiene. Alles nur mit einem Bein. Hallo. Moa. Achso. Hallo. Hallo, Madi. Hat er doch eben Hallo gesagt, oder? Hilfe! Bin gefangen! Nein! Ey, da unten sind auch nochmal Trampoline. Krass. Ich hatte die übelsten Schmerzen. Also ich hatte richtige Schmerzen. Das waren, glaube ich, sogar mal die größten Schmerzen, die ich jemals hatte. Hatte dann Glück, keine Ahnung. Ja, übel. Das finde ich ganz kacke hier. Ich sehe die Posten nicht, wenn ich so runter gucke. Warte, bis da oben ist, glaube ich. Gleich aus.
Ja, jetzt habe ich verkackt, oder? Ah, nicht verkackt. Gesaved habe ich den. Safe Loop. Ich sehe halt nicht, wo der Pfosten ist, wenn ich so runter gucke. So ist einfacher, aber wenn ich so runter gucke, ich sehe den nicht. Ich muss voll auf Gefühl springen. Aber auf Gefühl kann ich. Ich habe Gefühl. So, Nexus, hast du es schon geschafft? Ich versuche mal abzuschießen. Hast du Tipps bei den Kreissägen? Du siehst ja, wie ich das mache. Erst der einen hinterherlaufen langsam, dann ausweichen und dann schnell laufen. Ich habe 2 Tries. Asozial! Komm da nicht hoch. Wo muss ich überhaupt lang? Wo muss ich überhaupt lang? Da hoch? Nehme ich an? Nee. Nee. Bitte, wo ist das Ende? Das könnt ihr nicht ernst machen. Wie lang ist dieses Level? Was ist das? Was sind das für Dinger? Ich glaube, da ist das Ende. Ich weiß gerade nicht, ob ich das Paket haben will. Safe sein, das brauche ich. Das war wichtig. Also ich traue mir eigentlich zu, dass ich das hier schaffe. Die machen einen kaputt!
Hä, was jetzt mit ihm? Ich schaffe die schwierigsten Sprünge und bei diesem einfachsten, vereinfachten Sprünge verkacke ich. Also beim Fisch schnell hinlaufen und dann, sobald er kommt, ausweichen. Also dran vorbeispringen, das geht tatsächlich. Wie du gesagt hast, Nexus. Und hier laufe ich erst langsam, warte, bis die einen wieder an mir vorbei sind, dann laufe ich schnell. Das geht eigentlich immer ganz gut. Also dieses Schiff, manchmal ist es übel einfach und manchmal macht mich das fertig, ja. Speedlu! So mache ich jetzt hier schon
Ja, mach ich. Das ist auch eine ganz böse Stelle hier, finde ich. Das gefällt mir auch nicht, das mit diesen Pfosten. Das kann ich nicht so gut. Deswegen liegen da auch schon drei Leichen von mir. Aber auch wenn ich es nicht gut kann, first try ich das natürlich. Ist gar kein Problem für mich. Also wenn ich jetzt diesen verkackten Sprung wieder verkacke. Nein, 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 nein. Ich glaube, ich muss schnell laufen. Ja, besser. 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 Bitte, bitte, bitte. Ja, danke, danke, danke. Oh nee, wie komme ich jetzt da hoch? Oh, stimmt. Noch den Doppelsprung, der sich schon mal ein. Den werde ich hier brauchen. Okay, ich will da rüber. Wer schießt denn? Hier. Ach, die treffen aufeinander. Da schießt man drauf. Da ist ein Schwert drin, das umfahre ich mal. Alles chillig. Und Absprung. Ah. Thank you.
nicht abwerfen irgendwann. Hast du es? Bitte nicht jemand jetzt noch abschießen. Also bitte nicht. Komm, Game. Sei nett. Mann! Problem ist bei den Säulen, ich habe auch keinen Doppelsprung. Die Säulen habe ich nur mit Doppelsprung geschafft. Das heißt, da wird das nächste Problem kommen. Da ist noch ein Paket, das brauche ich. Weiß nicht, was in dem Paket ist, aber ich glaube, ich brauche das. Bin mir fast sicher, dass ich das brauche. Ein Safe Signpost. Keine Ahnung, ob sich das gelohnt hat, aber ich brauchte das ganz dringend. Wieso bist du so unbarmherzig, Game?
Concentration, Leute. Auf jeden Fall komme ich jetzt immer an dem Hai vorbei. Aktuell ist das Schlimmste eigentlich die Säulen. Tatsächlich. Die Säulen sind aktuell das Schlimmste. Die Säulen sind das Schlimmste. Ich mache hier nicht mal ein Sign hin. Wahrscheinlich wird mir das noch das Genick brechen, aber ich mache hier kein Sign hin. Noch auch bei den Säulen kein Sign hin. Ich brauche das Sign ganz am Ende da bei den Säulen. Auch wenn ich jetzt hier verkacke, dann kaufe ich mir halt nochmal einen Safe Spot oder so. Aber hier ist zu wichtig, mein Safe Spot. Ist zu wichtig. Zu wichtig! Hier kommt er hin. Ich habe sogar noch einen. Wieso hängt der Fisch wieder da? Das ist komisch. Ich hätte da einfach nur runterspringen können. Da hinten stimmt das Ende, Mann. Ich muss gar nicht da hoch, ne? Ich muss einfach nur vorbeikommen. Fällt mir gerade mal auf. Na ja, so ist gut. Ja, hier, wenigstens habe ich jetzt das Item und ich bin wieder hier. Doch, alles wie geplant. Alles easy. Ja, hier wahrscheinlich springe ich sogar hier hin und dann rüber. Oder? Den Sprung schafft man aber nicht. Ich will gerne wissen, was passiert, wenn ich so ein Ding berühre. Also was ist... Ich habe ja da unten, also... Bist da? Ach, gar nichts. Okay. Okay, easy. Ich mache extra keinen Speicherpunkt, weil ich habe unten noch einen aktiven Speicherpunkt. Den würde ich dann überschreiben. Es ist so krass, ne, wie man, wenn man alles schon 10-mal hier gemacht hat, ne, man wird so viel besser die ganze Zeit. Man wird die ganze Zeit besser. Ich halte mich von den Schwertern fern. Das Schwert eben habe ich voll gerackt.
Wieso, du blöder Sack? Spring doch weiter, ich hab... Ich bin literally einen Meter vorm Ende gestorben. So sah das aber gerade nicht aus. Ist das überhaupt eine Strat? Oder ist es einfach nur Glück haben? Bitte, wie soll ich denn das machen? Ich muss ja mal ausprobieren, ne? Was soll das denn hier? Das abwerfen?
mal, da ist noch einer. Ey, da will ich glaube ich hin, da ist so eine Bombe. Oder? Ich glaube, ich will den. Oder? Oder? Weiß ich gar nicht, ob man den Sprung schaffen kann. Ne? Sieht irgendwie so aus, als könnte man den nicht schaffen. Die Ente dahinter kommt, das ist so random. Please. Ich mache einfach den normalen Weg weiter. Ich versuche jetzt mal auf das Ding dazu drauf zu springen. Assi! Wie du einfach die Fische ins Gesicht bekommst, ey. Taucht doch jetzt noch irgendwas auf. Das war gar nicht so schwer. Das kann man schaffen. Ey, ich glaube, wir sind am Castle. Ich glaube, wir sind am Schloss. Let's go.
Guck ihn euch an. Ja. Richtig mit Krankenstation und so. Das passt überhaupt gar nicht in die Welt. Ich finde so. So gut. Ey, scheiße, wo sind wir jetzt hier? Oh Gott, das sieht aber schon ganz böse aus. Hier bei der normalen Weg. Hör doch mal auf. Ich soll shoppen, oder? Ja. Den habe ich gar nicht gesehen. Haha, wusste ich. What the fuck, was ist das denn? Oh Mann, der Stein! Oh, oh, oh. Der Stein rausgekommen. Ich muss eine, also wenn ich blind bin, muss, sollte ich vor vielleicht eine Sekunde mal gucken, bevor ich springe. Er ist einfach im Rollstuhl. Also nicht, weil er im Rollstuhl ist, sondern weil er eben voll von uns auf die Fresse bekommen hat. Das ist witzig. Okay, let's go. Das habe ich doch schon mal gut hingekriegt, eigentlich alles. Schon wieder nicht drauf geachtet. Ups. Warte ich, bis ich. Ja, ich warte, bis das Ding wieder aufhört zu drehen, ne? Ach nö, komm. Fall doch nicht. Immer der Weg hier hoch ist nervig. Oh, nehme ich beides mal mit. Auch so machen, oder? Ich bin voll gesprungen. Oh, come on.
komm. Ich mach mal so sicher, warte ich noch kurz. Ja, scheiß Steiner. Den denke ich mal, ne? Den. Ah, deswegen ist das Brett da. Okay. Also als alter Crash Bandicoot Veteran ist das natürlich hier gar kein Problem für mich. Das ist natürlich ein Klacks. Auf einmal Bossfight oder wie? Ich muss jetzt auf die andere Seite. Ich muss jetzt den anderen Turm hoch. Checks. Okay. Let's go! Das haben wir nicht kommen sehen. Hä, und dann? Hä, und dann? So? Wahrscheinlich, ne? Aber die Brücke bleibt jetzt unten, ne? Das ist so gesaved. Safe, safe. Das ist, ja, das ist gesaved. Ja, ist gesaved. Das ist knifflig. So,
Zwar nicht genau, ich glaube, ich muss nach vorne, naja, ich muss nach vorne. Mann! Was ist los, Nexus? Sag bloß, du hast es geschafft. Hast es? Nice. Das ist gut, dann kann ich dir gleich zeigen, sonst würde ich den Video reinschicken. Nee, nee, danke. Muss ich vielleicht hier runter? Den Sprung schafft man nicht, oder? Schafft man den Sprung? Man schafft den Sprung. Ja, nice. Ist das nicht Level 1 in schwieriger? Ja, stimmt. Das kommt gut hin, ja. Level 1 in schwieriger. Also wirklich schwierig ist es ehrlich gesagt gar nicht. Eher nervig. Aber so krass schwierig ist es gar nicht.
Die Brücke ist wieder oben. Eine Idee. Auch wenn ich nur noch ein Leben habe und das dumm ist, aber ich habe eine Idee. Da ich ja den Schalter eh nochmal aktivieren muss, werde ich einfach mit dem Doppelsprung auf die andere Seite rüberspringen. Weil das hier war echt nicht schwierig. Ich werde mir auch einen Safe-Spot machen. Oben. Weil da ist ja der Gegner. Gar keinen Bock, gegen ihn zu sterben. Nicht so gut, das Video. Nein, nein, danke. Dass die Brücke wieder hochgeht, ist assi. Ich dachte, die bleibt so. Das heißt, man muss beide Türme in einem schaffen. Oder man darf nur bestimmte Anzahl haben. Oh, vielleicht darf man gar nicht sterben. Ich weiß gar nicht, ob ich einmal gestorben bin.
War so ein geiler Plan und so scheiße ausgeführt. Abkürzung. Also der Turm hier ist auf jeden Fall schwieriger als der andere. Weil ich hätte hier einfach die ganze Zeit drüber springen können. Aber das killt. Trotzdem. Wieso macht er das so, Mann? Wieso bleibt schlittert er denn da so? Ich glaube, ich einen Doppelsprung holen kann, kill mich dann einfach. Hier ein Safe. Hallo. Da habe ich hier mehrere Versuche. Im Strahl. Ich werde dann auch gucken, ob ich mir nochmal Flügel so holen kann, bevor ich mich kill. Was ist das denn für Müll? Damit kann ich gar nichts anfangen. Nochmal zum Shop. Wieso ist das denn jetzt wieder oben, Mann? Oh, aber den Weg schaffe ich easy. Den anderen irgendwie nicht so. Schuhe sehe ich. Immerhin Schuhe. Okay, jetzt nur noch den anderen. Meint ihr, ich komme da hinten rein? Oh. Ach, guck mal hier, Weihnachtsbaum. Secret. Secret Weihnachtsbaum.
Vielleicht ist doch gar kein Secret, vielleicht muss man hier lang für den anderen Turm. Guck mal, was hier gibt. Aber ich darf jetzt auf gar keinen Fall sterben. Ich muss jetzt ohne Sterben den anderen Turm erklimmen. Guck mal, da ist ein Item. Weihnachtsmann-Item. Ey, war ein Secret. Ach, guck mal, hier einfach drumrum hätte ich ja easy hinkommen können. Und guck mal, da bin ich direkt wieder oben beim Turm. Da habe ich ja jetzt beide. Da habe ich jetzt beide. Let's go. Ich gehe aber erstmal zum Shop. Komm, bitte. Bitte, da ist auch das Ende, weil ich habe echt keinen Bock, das nochmal zu machen. Ruhe ist gut und Safe ist auch gut. Perfekt. Nämlich beides. Das geht langsam wieder hoch. Das geht nach einer Zeit wieder hoch. Nein, nein. Man muss das auf Zeit machen. Nee. Man muss das auf Zeit machen. Man muss das auf Zeit machen. Ich kack ab. Man muss das auf Zeit machen. Man muss das auf Zeit machen. Wie witzig. Ich dachte ja easy, ich hab's jetzt. Nee, nee, nee. Muss das auf Zeit machen. Die sind ja witzig. Jetzt muss ich ja taktisch vorgehen, wann ich welchen aktiviere, ne? Also komme ich manchmal die Stufen gar nicht hoch. Ich kann das nicht aktivieren, weil der noch nicht ganz oben ist, oder wie sehe ich das? Ich kann das noch nicht ganz aktivieren, weil das noch nicht ganz oben ist. Danke für den Follow. Ich kann das noch nicht aktivieren, weil es noch nicht ganz oben ist. Danke, Evil. Ich glaube, jetzt ist es wieder ganz oben. Das hat also gar nichts damit zu tun, ob man stirbt oder nicht. Nein, falsch rum, nein! Doppelsprung, Doppelsprung, Doppelsprung. Ich brauche jetzt ganz schnell den Doppelsprung.
Ich hab's falsch rumgemacht, da ist der Doppelsprung. Schaffe ich das? Never. Nee, das ist zu hoch, das schafft man nicht. Das schafft man nicht. Vielleicht drumrum. Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht! Ich schaff's! Well done, Don Kyo. You are excellent. Bitte save. Bitte sag mir, das hier ist mein Save-Punkt. Early Access. Sign Early Access Construction Process. Do not enter. Early Access? What does that mean? It's like half boiled soup. Story durchgespielt in 2 Stunden 23. Wenn ich auch noch die Siege Level machen soll, lasst ein Follow auf dem Kanal da, lasst ein Like auf dem Video da und schreibt es in die Kommentare. Das war Alt-F4-2. Die Story. Und dann gibt es hier noch einen Siege-Mode. Siege, da hatte ich die ersten 4 Level in der Demo ja schon durchgespielt. Da könnte ich den restlichen Level auch noch machen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, genau. Adventure, Adventure, Adventure. Es gibt 5 Level in der Story. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.